Welches Interesse hat zum Beispiel die polnische Regierung an einer Lösung dieser Flüchtlingskrise? Naja, die polnische Regierung sagt, dass sie grundsätzlich die Vereinbarung mit der Türkei unterstützt. Allerdings ist sie nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich glaube, unser Außenminister hat es noch einmal betont. Also 7.000, er sprach wieder von 7.000. Die 7.000, die wir ohnehin nach dem alten Verteilungsplan aufnehmen müssen. Das heißt also, grundsätzlich ist keine Bereitschaft da, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Natürlich wird das bei uns diskutiert. Und es ist ja auch so, dass die Flüchtlinge ja nun auch nicht unbedingt das Polen zum Ziel haben. Und es ist natürlich die Frage, wie wir die Leute dann auch zwingen sollen, dass sie dann bei uns bleiben. Mhm. Und wir haben 1.000 Syrer aufgenommen. Das hat eine private Organisation, hat die aus Syrien direkt geholt. Das waren Christen, die wurden auch bei Leuten einquartiert, bei christlichen Gemeinden. Die sind, glaube ich, 2 Wochen geblieben. Und dann sind die bei Nacht und Nebel sind die nach Deutschland gefahren. Es gefiel ihnen nicht in Polen, sie bekamen zu wenig Geld. Und sie sagten einfach, sie haben die Entscheidung getroffen, sie sind nach Deutschland gefahren. Und wenn wir 7.000 nehmen, wie sollen wir garantieren, dass nicht das Gleiche passiert? Und das ist natürlich problematisch. Ja, sehr stark von der Europäischen Union wirtschaftlich, auch sicherheitspolitisch. Das ist ein gewisser Schutzkordon der Polen, da auch durch Europa einbezogen wird. Warum zeigt man sich so hartleibig in dieser Frage, wenn es um ein gemeinsames, solidarisches, europäisches Projekt geht? Ja, zunächst einmal nicht nur Polen profitiert von der Europäischen Union, aber alle profitieren von der Europäischen Union. Und was jetzt, ich weiß, es kommt immer die Frage der EU-Mittel auf. Also zahlenmäßig bekommen da kleinere Länder pro Kopf wesentlich mehr als wir. Aber das ist auch nicht das Thema, denke ich mal, dieser Diskussionsrunde hier. Ich glaube also, um jetzt das mal zu erklären. Also die polnische Regierung ist ja erst zunächst einmal für ihre eigenen Bürger verantwortlich. Einer der Gründe, warum die Bürgerplattform die Wahlen verloren hat, ist der, dass sie sich bereit erklärt hat, die Flüchtlinge aufzunehmen. Das war ja eine Entscheidung der vorherigen Regierung. Das war mit einer der Gründe, warum sie die Wahlen verloren hat. Es ist in der Bevölkerung, der polnischen Bevölkerung, keine Bereitschaft dazu da. Und eine Regierung, die wieder gewählt werden möchte, die muss ganz einfach muss man nicht diese in der polnischen Sorgen, auch der Bürger, mehr muss sie irgendwie für Europa? Die Polen sind sehr proeuropäisch, grundsätzlich. Die Polen sind sehr proeuropäisch. Nur je mehr Druck da kommt aus Brüssel, je mehr Druck da kommt, desto euroskeptischer werden sie eigentlich. Sind sie denn nur proeuropäisch, wenn es ihnen in den Kram passt? Und ansonsten nein, die national? Polen sind grundsätzlich sehr enthusiastisch Europa gegenüber eingestellt. Aber man stellt sich zum Beispiel die Frage in Polen, also wir werden kritisiert für angebliche Demokratieverletzungen, ohne jetzt hier jemanden zu beleidigen oder beleidigen zu wollen. Aber es gibt ja, man redet ja auch davon, dass die Aktion gegen die Kurden in der Türkei nun auch nicht unbedingt mit Menschenrechten vereinbar ist. Aber ich verstehe, dass man natürlich dann sagt, die Türkei ist das europäischste Land von allen, wenn es einem denn in den Kram passt. Also ich sage, es ist eine Heuchelei in der Europäischen Union manchmal Moment, die mich wirklich erstaunt. Sollten wir einen Wettbewerb von Demokratiedefiziten hier nicht weiterführen, aber bitte. Ich glaube, Europa wird tatsächlich zerbrechen, aber Europa wird an dieser Flüchtlingskrise zerbrechen. Es tut mir leid, es ist einfach so, Europa hatte Zeit genug, 2011 fing es an, die Flüchtlingskrise, reell gesehen. Europa hatte genug Zeit, seine Außengrenzen zu sichern, das hat es nicht getan und jetzt wird Outsourcing betrieben. Das wird jetzt alles auf die Türkei praktisch. Die Türkei muss jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, die Türkei muss unsere Außengrenzen schützen, das sollte so nicht sein. Und ich erinnere Sie daran, dass Deutschland über die letzten wie viele Jahre versucht die Türkei schon EU-Mitglied zu werden? Das hat Deutschland blockiert. Wir hatten nichts dagegen. Wir sollten diese Frage plötzlich hat sich das geändert. Gut. Doch, das sollten wir. Denn plötzlich, wo die Türkei sozusagen als Instrument dient, da plötzlich wird die EU-Mitgliedschaft wieder möglich. Also für mich ist das alles verlogen. Solange die Menschen Polen keine Angst davor, dass die Europäische Union alter Art jetzt zerfallen könnte? Natürlich, wir haben alle Angst davor, dass die Europäische Union in der Form, in der sie jetzt existiert, zerfällt. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass einige Menschen wirklich in einer Scheinwelt leben. Also die Realität ist, wir haben zum einen Großbritannien will raus. Ich glaube, die Flüchtlingskrise ist auch eine der Motivationen. Will Polen auch raus?
Polen will nicht raus. Aber die Frage wird sich vielleicht gar nicht stellen, ob wir raus wollen oder nicht. Das heißt, die Europäische Union kann schneller zerfallen, als diese Frage überhaupt aufkommt. Ich glaube, wir stehen hier vor einem riesigen Problem. Das wird weder die Türkei lösen können für uns. Wir müssen unsere die Grenzen dicht machen von allen Seiten. Es gibt keine andere Lösung. Natürlich kann ich das verstehen, das ist eine humanitäre Katastrophe. Und wenn ich die Bilder sehe, dann sieht das auch furchtbar aus und sieht auch schrecklich aus. Bloß es ist ja auch ein bisschen so, dass die Leute dort freiwillig sind. Das heißt, man will sie ja zum Beispiel in Griechenland in Aufnahmelager bringen, wo sie bessere Bedingungen haben. Aber das wollen sie nicht, denn sie hoffen, dass die Grenze aufgemacht wird. Es ist klar, das wird nicht passieren. Sie reden jetzt hier aus Idomeni nicht weggehen. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Sie meinen jetzt, sie wollen nicht weggehen aus Idomeni. Sie wollen dort in dem Schlamm hocken. Man versucht, sie irgendwo anders hinzubringen, aber sie verweigern sich dem. Jetzt gab es vor einigen Tagen diese Aktion, wo Flugblätter verteilt wurden. Da hat man die Leute dazu angestiftet, dass sie versuchen, über den Grenzfluss zu schwimmen. Ja. Und da sind Leute umgekommen. Und ich kann einfach überhaupt nicht verstehen, wie man mit einem Kind auf dem Arm sich in so einen Fluss begeben kann. Vielleicht, weil man vorher in Dreck, in Schlamm und das und ist richtig, aber soweit ich weiß, ist in Mazedonien kein Krieg und es ist auch in Griechenland kein Krieg. Ach. Heißt ja, dass die meisten Flüchtlinge ja ihre Ausweispapiere wegwerfen. 77%. 77%, das hat, glaube ich, die Welt darüber berichtet. Also was macht man in dem Moment, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wer das ist? Das heißt, wie registriert man Flüchtlinge, von denen man nicht weiß, wer das ist, die keine Ausweisdokumente haben, weil sie eben wissen, dass wenn sie Ausweisdokumente haben, sie nach dem Dublin-Verfahren oder welchem auch immer Verfahren zurückgestellt werden können. Dementsprechend werfen sie die Dokumente weg. Also für mich kommt da, ich habe ganz viele praktische Fragen gegenüber dieser Lösung. Ja. Und ich glaube, die zweite Frage, die ich habe, ist aus humanitären Gründen, wenn wir über Humanismus sprechen, ist, wenn die Flüchtlinge ja wissen, dass sie zurückgestellt werden und wenn sie dann zum Beispiel mit Booten zurückgebracht werden. Das hat mich ein Europaabgeordneter gefragt. Und was ist, wenn die dann vom Boot springen? Na, die sollen ja nicht in Booten zurückgebracht werden, sondern die sollen in den Flieger gesetzt werden und zurückgebracht werden. Wie auch immer. Das wird dann halt auf sicherem Wege geschehen. Die Frage geschehen. Ist, wie wird das konkret aussehen? Das soll auf sicherem Wege geschehen. Die Leute können ja aus Verzweiflung versuchen, ganz also das könnte schon zu dramatischen Situationen kommen, das kann man sich zumindest vorstellen. Der Untertitel der Sendung lautet ja, was wird aus der Europäischen Union? Wenn das jetzt alles nichts wird, wenn Europa in dieser Frage, also die Europäische Union, scheitert, was sind die unmittelbaren Konsequenzen? Wird man dann wieder nachdenken, ob diese Europäische Union überhaupt noch sinnvoll ist in ihrer jetzigen vertraglichen Situation? Kommen dann wieder Fragen nach dem Kerneuropa, dem Europa der Willigen, der Koalition der Willigen, einem Zwei-Klassen-Europa. Was passiert dann? Frau Rybinska, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, glauben Sie auch, dass dieses Europa zerbricht, wenn es sich so entwickelt, wie wir es gerade skizziert haben, werden die Polen ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch erleichtert sein, nicht mehr diesem Kerneuropa angehören zu müssen, diesen Euro-Junkies. Was passiert dann eigentlich in Polen, zum Beispiel, wenn die Ukraine-Krise wieder eskaliert? Oder was passiert mit Polen? Die Ukraine-Krise wird sicherlich so, wie sie jetzt ist, erst einmal eine Weile weiter dauern. Das ist sicherlich zugunsten Putins eine eingefrorene Krise. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Wir haben ohnehin nicht an den Verhandlungen, diesem Normandie-Format teilgenommen. Das ist für uns Russland ist grundsätzlich für uns ein Sicherheitsproblem. Das haben wir aber schon seit langem und das werden wir auch weiterhin haben. Dafür schützt uns für die Europäische Union ja ohnehin nicht, sondern NATO. Die NATO, das ist nochmal was ganz anderes. Ich glaube, die Europäische Union wird nicht als Kerneuropa fortbestehen. Ich glaube, es ist eine Illusion. Ich glaube, dass wenn tatsächlich diese Streitigkeiten weitergehen, und ich glaube, alle werden sich weiterhin, je schlimmer die Flüchtlingskrise wird, wenn da tatsächlich mehr Flüchtlinge kommen, meine Prognose ist die, dass sich alle desto mehr auf die eigenen Interessen besinnen werden. Und das sehen wir ja zum Beispiel am Beispiel Österreich. Mich hat das Beispiel Österreich auch überrascht. Also ich habe das von allen möglichen Seiten erwartet, aber sicherlich nicht von Österreich. Und wir werden mehr davon sehen. Und ich glaube, es wird kein Kerneuropa geben. Es wird überhaupt kein Europa geben. Also jedenfalls nicht in Form der Europäischen Union. Und ich habe auch schon Analysen gelesen, die Europa nach der Union. Und das werden schon entsprechende, intellektuell zumindest, denken schon einige darüber nach, wie dieses Europa dann aussehen wird. Und es wird einige Blöcke geben, sicherlich.
Aber ich glaube nicht, dass es ein Kern-Europa wird, eine Koalition der Willigen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also man sieht, Frankreich besinnt sich hier auch auf die eigenen Interessen. Ganz klar signalisiert, sie wollen eigentlich keine Flüchtlinge mehr aufnehmen oder wenn nur ganz wenig. Und im Grunde genommen, was ich sehe, ist, dass Deutschland in einer relativen Isolation steckt mit dieser Haltung, mit dieser Willkommenskultur. Es steht Deutschland ziemlich alleine da. Und wenn wir jetzt diskutieren über Polen, dann ist das ein bisschen zu wenig, weil Polen ist hier nicht das Hauptproblem, nicht mehr. Sekunden, bereuen die Polen, dass sie in die EU gekommen sind? Noch nicht. Gut. Dann werden wir das weiter beobachten, vor allen Dingen auch noch, was heute Nacht und morgen in Brüssel geschieht. Denn das, was heute Nacht vereinbart wird oder nicht vereinbart wird, wird ja morgen weiterverhandelt, dann mit dem türkischen Ministerpräsidenten in Brüssel. Das Thema, wie ist die Flüchtlingskrise zu lösen, liebe Zuschauer, das werden Sie jetzt auch gleich in den nachfolgenden Sendungen weitersehen. Bleiben Sie bei Phoenix.